Hallo, herzlich willkommen bei Friseur Basics. Mein Name ist Michael Wiescht und im heutigen Video geht es darum, dass wir hier bei unserer Puppe einen schönen schrägen Pony schneiden. Jawohl, also der sollte dann nachher schön voluminös hier so auf die Seite herfallen, so ein bisschen eine Bewegung habe und leicht über der Augen sein, ungefähr hier bei der Länge. Ja, einfach so ein schöner, langer, schräger, voluminöser Pony. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne dem Kanal folgen. Lasst auch einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Buch auf Amazon kaufen. Danke! Dann schauen wir erst einmal auch, in welche Richtung denn die Haare bei unserer Kundin mit einem schrägen Pony am besten fallen. Wir erinnern uns, es gibt Wirbel und es gibt natürliche Bewegungen. Alle Kunden haben irgendwo hier einen Wirbel oder die Haare wollen nach rechts und die Haare wollen nach links. Dann gibt es auch noch das Gesicht, die Gesichtsform, ne, die größere oder die kleinere Hälfte. Man benutzt, also man verwendet für den Scheitel bei einem Pony in der Regel die größere Gesichtshälfte. Habe ich alles hier drinnen geschrieben. Und dann fangen wir mal an zu schneiden, wenn wir das alles wissen. Jawohl, dann haben wir unsere Vorgaben. Wir wissen, wo unser Pony hin will. Wir wissen, wie lang es sein soll. Und wir haben auch den natürlichen Haarwuchs unserer Kundin angeschaut und alles für gut und richtig beurteilt. Nichts, wo man sagt, oh Gott, nein, kein Pony, du hast ja krause Haare und Locken wie ein Korkenzieher. Da ist ein Pony nicht gut. So, wir beginnen mit dem Wegklipsen unserer Haare. Die bringen wir mal in Sicherheit. Dazu benutzen wir Klammern. Bringen uns die Haare zur Seite. Wenn der Pony nachher so rüberfallen will, soll. Und er soll ja schön voluminös fallen, so richtig schöner Schwung reingehen. Das heißt, die Haare sind, unsere Schnittlinie ist ein ganz klein bisschen auch schräg. Wenn wir so schneiden würden, dann würden sich hier alle Spitzen an einem Punkt treffen. Deswegen ist das nicht so gut. Wir wollen ja, dass es so einen schönen Schwung gibt und deswegen ziehen wir die Haare von rechts gegen die Fallrichtung so ein bisschen nach links und dann schneiden wir das hier mal schön gerade ab und dann schauen wir mal, wie es schon fällt. Das kann man dann immer gleich schön mit dem Kamm so ein bisschen ausprobieren, ob es denn so fällt, wie wir das gerne hätten. Und das sieht doch jetzt schon mal ganz gut aus. Vielleicht ist mein Winkel ein wenig zu stark. Nehmen wir es ein bisschen weg. Gut. Jawohl. Ihr seht, dünne Abteile. Dünne Passés nehmen. Nochmal ein dünnes Passé drauf. Es wird auch ein sehr stumpf geschnittener Pony. Also wir haben eine schöne klare Kante da drin. Dann nehmen wir mal die Haare wieder dazu. Und wir ziehen wieder ganz leicht auf die gegenüberliegende Seite und schneiden genau auf unserer alten Schnittlinie die anderen Haare dazu. Und immer wieder gucken, wie es dann so fällt. Weil wenn das jetzt schon schön fällt, immer bei allen Schnitten, dann funktioniert das auch nachher mit dem Styling. Wir können halt nicht bei den Haaren gegen die Natur arbeiten. Das
funktioniert nicht oder kostet einen Haufen Aufwand zu Hause für die Kunden und dann haben die keinen Spaß mit der neuen Frisur. So. Und wieder mal rüber. So. Man kann das Ganze natürlich auch etwas kürzer machen. Man kann das Ganze natürlich auch ein wenig etwas schmäler machen, ne? Also dass man dann weniger Haare dazu nimmt. Man kann den Pony natürlich auch mit einem Seitenscheitel schneiden, also dass er dann einfach nur hier den Stück nimmt. Sieht da natürlich auch ganz gut aus, ne? Dann ist es nicht so breit, dann hat sie vielleicht hier noch einmal den großen Pony und hier auf der Seite was Kleineres. So, und jetzt sehe ich ja zum Beispiel bei so dünnen Abteilungen, dass mir das jetzt hier über dem Auge schon fast zu viel wird. Das heißt, ich ende jetzt meinen Plan. Meine Kundin hat gesagt, oh ja, der ist ein bisschen breit. Das ist der Zauber an vorsichtig schneiden. Dann kann man nämlich immer noch mal auf dem Weg zum Ziel auch ein wenig korrigieren. Jetzt haben wir hier zum Beispiel so ganz kleine Mini-Ecke. Die könnte man jetzt auch, ne, hier noch einmal so ein ganz klein bisschen abrunden. Ne? Zack. Dann fällt es nämlich hier an dem Punkt, wo es dann anfängt, noch ein bisschen weicher, weil ja unsere Schnittlinie steiler ist. Und dann geht es rüber in die andere Schnittlinie. Und hier haben wir unseren schönen langen Pony, der auf die Seite rüber geht, mit einem kleinen Seitenscheitel. Da ich ja jetzt vorher die anderen Haare dazu hatte, ungefähr diese Partie, kann man sich jetzt ja nochmal überlegen, was machen wir mit der. Ja, wollen wir die noch dazu nehmen, will man die nicht dazu nehmen? Sieht es gut aus oder sieht es nicht gut aus? Ein bisschen mit der Kundin unterhalten, was sie denkt. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir nehmen diese paar Haare, wo wir vorher weggemacht haben, weil wir uns nicht sicher waren. Die holen wir jetzt doch noch dazu. So. Weil sonst das Volumen einfach auch fehlt in dem Pony. Jawohl, sehr schön. Und hier haben wir doch jetzt ein schöner voluminöser Pony, der schön auf die Seite rüber geht. Jawohl. So viel zum Thema Schneiden. Jetzt machen wir es sehr schnell trocken und dann zeige ich euch das Ergebnis. Styling. Nachdem wir unseren Pony trocken geföhnt haben, sieht man dann schön hier einen tollen C-Bogen, wie der schöne voluminöse Pony zur Seite rüber geht. Kunden ist glücklich. In einem Fall von einem Pony ist dann immer hier die größere Gesichtshälfte, immer da, wo der Scheitel ist, sollte die größere Gesichtshälfte sein, ist auch in meinem Buch beschrieben, woran man das erkennt. Genau, noch einmal kontrollieren, nehmen wir noch einmal unseren Pony in einem Schwung, schauen, ob irgendwo Haare rauskommen. Naja, das sind so zwei, drei Haare. Ja. Wenn man möchte, könnte man jetzt auch noch mal ein bisschen mit unserer Evelier oder Modellierschere hier noch mal ein wenig drüber gehen. Bei Bedarf, aber Achtung, mit der Schere verliert man halt Volumen,
Wir wollen dir einen voluminösen Pony. Alles klar, wisst ihr Bescheid? Danke, ciao. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal folgen. Lasst auch einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Buch auf Amazon kaufen. Danke.